Hallo Leute, Neues von Nola, dieses Mal aus Brasilien und zwar hier in der Stadt Curitiba. Ja, wir sind schon seit um 2 Uhr wach, die Nacht war kurz, ist so nach deutscher Zeit etwa 7 Uhr. Also das heißt, unsere Körper benötigen noch einige Zeit zum Akklimatisieren. Und heute geht es hier in Curitiba in einen der bekanntesten Parks, aber zuerst gehen wir hier frühstücken. Auf, komm mit! Da ist auch eine große Auswahl an süßen Stückchen, Brot etc. Hey, wir haben mit Garnele, Anna Maria nur Brot und wie so ein Omelette. Und ich habe verschiedene Sachen drauf, Tomate, Ei, Speck. Das sieht mal sehr, sehr lecker aus. Und jetzt kommt auch noch ein leckerer Orangensaft dazu. Äußerst lecker, muss ich sagen. Sehr, sehr gut. Und wie schmeckt es euch? Lecker. Wirklich sehr. Diese Bäckerei hier orientiert sich sehr an nordische Spezialitäten. Zum Thema Brot, Süßigkeiten oder süße Stückchen. Wie es ausgesprochen wird, weiß ich nicht. Röt, Brot. Naja, vielleicht weiß es von euch jemand, wie das ausgesprochen hat. Aber es sieht sehr, sehr lecker aus. So, lecker gestärkt geht es jetzt zum Park Barigui hier in Curitiba. Hier in Curitiba gibt es auch viele solche Anlagen, wo man sich etwas körperlich ertüchtigen kann. Ja, und hier im Park Barigui gibt es eine Besonderheit. Das sind freilebende wilde Tiere, die Capybara. Dieses spezielle Event heute, was hier im Park Barigui ist, das sieht man im Hintergrund, da ist schon viel Hundegebelle. Ein besonderer Tag, weil hier treffen sich die Leute und adoptieren die Hunde, die verlassen wurden zum Beispiel. Oder da gibt es ein gewisses Amt hier in Curitiba, die die wildstreuenden Hunde einfängt. Und dann treffen sich hier die Leute und adoptieren die Hunde, dass sie ein neues Zuhause haben. Finde ich eine super klasse Sache hier. Schon etwas traurig, wenn man sieht. Noch ein kleines Update. Das sind unterschiedliche Ämter hier in Curitiba. Die treffen sich einmal im Jahr und geben die Hunde zur Adoption frei. Und da reicht es dann zu kommen und seinen Ausweis dabei zu haben. Und dafür die Adresse und dann kann man den Hund adoptieren. Sehr, sehr lecker. Frisch gepresster Ananassaft. Super klasse. Die meisten Geschäfte hier in Brasilien, die verkaufen frisch gepresste Säfte. Selten werden die anbieten in Dose oder in die Flasche. Sind lecker. Der hier, der ist die Ananassaft mit Pfefferminzblätter. Und Anna Maria hat ja eine Limonade
Deswegen schmeckt er so lecker. Super klasse. Noch eine kurze Anmerkung hier zum Preis. Es sind knapp 31 Reais. Unten drunter sieht man auch 6,52 € für einen halben Liter frisch gepresste leckere Ananassaft und ein Zitrone-Limonade mit Ingwer. Also da kann man wirklich nichts sagen. Ja, noch zum typischen Curitibana-Wetter. Morgens bewölkt, kalt und mittags kommt die Sonne raus und es wird unheimlich warm. Also ja, sehr wechselhaft. Es kann auch heute Nachmittag schon wieder bewölkt und kalt sein. Jetzt geht's noch in ein Shopping Center. Mal ein bisschen schnüffeln. Gelmo? Gell, ja. Wir brauchen einen Schlafanzug. Ich habe vergessen, leider. Okay. Eine für mich, für Diana. Und schauen wir weiter, was wir machen. Genau. So, wir sind jetzt noch in einem sehr großen Einkaufszentrum unterwegs. Und zwar Centro de Barigui. Und suchen mal da ein bisschen rum. Das ist ja genial. Eisbahn mitten im Shopping Center. Ja, Lieben, ich habe jetzt auch was gefunden im Shopping Center fürs Handy, dass ich es am Fenster festmachen kann, das Navigationssystem. So, und jetzt sind wir fertig hier im Shopping der Barigui und gehen mal weiter ins Auto und mal schauen, was heute noch passiert. Ja, und heute Abend sind wir noch in einem riesigen Garten, sage ich mal. Also Schrebergarten kann man da nicht sagen. Das ist ein riesiges Gelände. Riesig, das ist ein sehr großer Garten. Und da hat meine Schwiegermutter auch ein Stück davon. Und die frage ich jetzt mal, wie es dazu kam. Oi Maria, okay, Gera, esse lugar antes? Ah, esse lugar, nome? Nossa, esse lugar é só lixo. Okay. Muito lixo que jogavam. Uhum. Aí as mulheradas limparam e começaram a fazer a horta. Okay. Mas a prefeitura achou que tinha que fazer cerca, né? Uhum. Aí a prefeitura cercou e colocou mais terra, okay, e esterco e deu muda para nós plantar. E então nós plantamos. Cada uma pessoa tem 4 canteiros. Ja, sie hat mir erklärt, vor einigen Jahren haben erst die Frauen hier angefangen, ein bisschen so kleine Gärten zu machen. Und dann hat sie den Bürgermeister hier gesehen von dem Bereich und hat gesagt, hey, das können wir besser machen. Und es war früher alles komplett Abfall, also eine riesige Schneise, wo Abfälle gelagert waren. Und dann hat der Bürgermeister die Erde ausbaggern lassen, komplett neue Erde reinmachen lassen und hat es umzäunt und für jeden Anwohner hier gibt es 4 solche große Beete und da kann sich dann jeder was anlegen. Super Idee. Ja, ich finde es wirklich super geworden. Bis zum nächsten Video. Euch einen schönen Abend noch. Bis bald. Euer Nola. Ciao.